bin von der Polizei. Ich hol dich hier raus, ja. Ich will hier raus. Der Typ ist total verrückt. Du brauchst keine Angst haben. Hat er dir was angetan? Geht's dir gut? Schon, aber er will, dass ich mich umbringe. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt und jetzt will ich das gar nicht mehr. Es ist einfach nur schrecklich. Aber er will mich dazu zwingen. Hey, ich hole dich hier raus, okay? Du brauchst keine Angst mehr haben. K11 bekommen. K11 braucht Verstärkung. Eine Wanderin hat in einem Waldstück eine verkohlte Leiche gefunden. Hi, Doc. Hallo. Ah, hallo. Ja, was hast du? Tja, eine stark verbrannte Leiche. Vom Knochenbau her würde ich sagen, es handelt sich um eine Frau. Todeszeitpunkt? Naja, das ist natürlich in dem Fall schwer zu sagen. Also der Insektenbefall ist schwach, also von daher denke ich, sie liegt noch nicht lange hier. Genaueres wird die Obduktion ergeben. Tja, aber die Leiche ist total verkohlt und drumherum gibt es überhaupt gar keine Brandspuren. Das ist doch komisch. Ja, stimmt. Ja, dann wird sie wahrscheinlich irgendwo anders verbrannt und dann hier abgelegt worden sein. Sag mal, gestern ist doch ein Mädchen als vermisst gemeldet worden. Vielleicht ist sie das ja. Das stimmt. Die Eltern, die bei uns die Vermisstenanzeige erstattet haben. Wie hieß sie denn nochmal? Carolina. Ja. Ja, aber die hat doch einen Abschiedsbrief hinterlassen, oder? Ja. Sie hat in ihrem Abschiedsbrief angekündigt, dass sie Selbstmord begehen will. Es gibt ja wohl weitaus angenehmere Methoden, aus dem Leben zu scheiden, als sich zu verbrennen, ja, oder? Vielleicht ist sie das ja auch gar nicht. Also bei so einem starken Verbrennungsgrad lässt sich die Identität der Leiche nur über das Zahnschema zweifelsfrei feststellen. Ja, dann müssen wir die Zahnarztunterlagen der Vermissten anfordern, damit die Eltern Gewissheit kriegen. Wir haben in einem Waldstück eine Leiche gefunden. Eine Frauenleiche wahrscheinlich. Was soll das heißen wahrscheinlich? Ist es unsere Tochter oder nicht? Ich möchte Ihnen Einzelheiten ersparen. Wir konnten die Leiche bislang nicht identifizieren. Dafür bräuchten wir die Telefonnummer Ihres Zahnarztes. Wofür denn das? Naja, also die Leiche aus dem Wald kann nur anhand des Zahnschemas identifiziert werden. Aber verstehen Sie das nicht falsch. Es gibt wirklich keinen konkreten Anhaltspunkt, dass es sich bei der Toten um Ihre Tochter handelt. Ich begreife das nicht. Warum will sie sich denn das Leben nehmen? Und warum schreibt sie sowas? Entschuldigen Sie, aber vor 2 Tagen saßen wir hier noch gemeinsam beim Abendessen und heute soll sie tot im Wald liegen? Nein, Carolina würde sowas nie machen. Ja. Das Mädchen auf dem Foto, ist das Ihre Tochter? Das ist Ihre Tochter. Und das andere Mädchen hier auf dem Foto? Sie heißt Nina Rother. Eine Freundin ihrer Tochter? Ihre Beste. Die Mädchen hingen Tag und Nacht zusammen. Okay. Dürfte ich die beiden Fotos mitnehmen? Den Abschiedsbrief auch? Bitte. Ja. Ich kann euch nicht länger die glückliche Tochter vorspielen und so tun, als hätte ich keine Probleme. Ich will euch aber auch nicht damit belasten, was wirklich in mir vorgeht. Die Wahrheit ist, ich bin nicht die perfekte Tochter, die ihr euch wünscht und für die ihr mich haltet. Die dunkle Seite mir ist stärker. Ehrlich, so ein junges Mädchen, ihr das ganze Leben vor sich. Ich verstehe das nicht. Übrigens hat der Graphologe den Brief mit den Schulheften von Carolina verglichen. Der Abschiedsbrief ist definitiv von ihr. Oh, super. Ja, vielleicht heute Abend. Leute, ich habe euch die Röntgenbilder der Gebisse der beiden Mädchen mal auf den Server gelegt. Eine Sekunde, warte mal. Moment. Hier, hier ist es. Also, die beiden Zahnschemen, einmal von der unbekannten Person und einmal von der Vermissten. Man sieht eindeutig, dass es verschiedene Gebisse sind. Also handelt es sich bei der Toten im Wald nicht um die Vermisste? Gell, pass auf, wir machen's so. Du versuchst rauszufinden, wer die Tote im Wald ist und wir kümmern uns um das vermisste Mädchen. Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Ich habe die Freundin der Vermissten ausfindig gemacht. Sie hält sich des Öfteren in einem Jugendclub namens Youngstar auf in der Knöllstraße. Dann fahr ich doch gleich mal vorbei. Ja, dann mach das. Und ich fahre zu den Eltern des vermissten Mädchens und überbring mal die wenigstens teilweise positiven Nachrichten.
Und Sie sind sicher, dass die Tote nicht unsere Carolina ist? Ja, ganz sicher. Wir haben die Zahnschemata verglichen und bei der Toten handelt es sich definitiv nicht um Ihre Tochter. Und wie wollen Sie jetzt weiter vorgehen, um unsere Tochter zu finden? Ich glaube nicht, dass sie sich umgebracht hat. Es gibt einfach keinen Grund. Oder, Sabine? Also, Sie können ganz sicher sein, dass wir alles tun, um Ihre Tochter zu finden. Wirklich. Ich möchte mir zunächst mal Ihr Zimmer ansehen. Okay? In Ordnung. Respekt. Gut gehalten, Matti. Aber du bist ein bisschen spät. Du bist in dem Jugendtreff. Sehr freundlich. Ich bin von der Kripo, mein Junge. Ich suche Nina Rother. Die ist da hinten. Danke. Ja. Hat Ihre Tochter eigentlich Tagebuch geführt? Ich weiß es nicht. Erzählt hat sie mir jedenfalls nie davon. Ich verstehe das alles nicht. Meine kleine Carolina, warum sollte sie sich denn umbringen? Sie hat doch alles. Sie ist unser Ein und Alles. Unser Engel. Nina? Ja? Mein Name ist Alexandra Rietz, ich bin von der Kripo. Ich habe ein paar Fragen an dich. Es geht um deine Freundin Carolina. Letztes Jahr hat meine Tochter Abitur gemacht. Hm. Und jetzt ist sie mitten in der Ausbildung zur Arzthelferin. Tja, und wie läuft das so? Bestens. In der Berufsschule schreibt sie nur Einser und Zweier. Sie hat wirklich Glück gehabt mit ihrem Ausbildungsplatz. Nette Kolleginnen, prima Chef. Ja, die Ausbildung hat Caro nur ihren Eltern zuliebe gemacht. Sie selbst hat es total gehasst. Schon allein mit den Kolleginnen ist sie überhaupt nicht klargekommen. Das waren lauter Tussis, die sie nur für Klamotten und Promis interessieren. Also hat sie vor ihren Eltern so getan, als ob ihr das Ganze Spaß machen würde. Ja. Ich wollte sie halt nicht enttäuschen. Ich meine, die Mutter ist selbst Arzthelferin. Aber Caro selbst wollte eigentlich viel lieber studieren. Psychologie. Und sie hatte auch echt das Zeug dazu. Aber? Ja, ihre Eltern waren total dagegen. Sie sollte lieber was Handfestes machen. Und außerdem war das eine Geldfrage. Ja, und wie lief es bei deiner Freundin sonst so? Zum Beispiel mit Jungs? Carolina ist sehr beliebt bei allen. Ja. Auch bei ihren Freunden. Vor allem den Männlichen. Sie kann sich kaum retten vor Verehren. Hat sie denn einen festen Freund? Nein. Sie möchte sich noch nicht so festbinden. Erst mal die Ausbildung abschließen, sagt sie immer. Aber die jungen Männer lassen trotzdem nicht locker. Einer netter als der andere. Das ist doch schön. Hey, Jungs, da ging ja gar nichts. Irgendwie hat sie sich immer die Falschen ausgesucht. Entweder sie haben sie sofort abserviert oder nachdem sie sie gepoppt haben. Wie ist deine Freundin damit umgegangen? Ja, sie hat sich ständig bei mir drüber ausgeheult. Ihren Eltern hat sie natürlich auch da was vorgemacht. Für sie war sie immer das fröhliche Mädchen. Ich meine, kein Wunder, dass man das irgendwann nicht mehr aushält. Tja, klar. Wenn Carolina sich wirklich das Leben nehmen wollte, wo könnte sie hingegangen sein? Was meinst du? Keine Ahnung. Ich habe sie doch selbst schon überall gesucht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie in letzter Zeit öfter im Internet rumgehangen ist. Die Startseite ihrer Tochter. Die weiße Lilie. Weiße Lilie. Sagt Ihnen das irgendwas? Nein. Aber ich kenne mich eh nicht aus mit dem modernen Computerkram. Carolina hat aber manchmal nächtelang an diesem Laptop gesessen und... Gechattet? Ja. Genau. Aber mit wem? Hat sie nie gesagt. Die weiße Lilie, ein Forum für Selbstmörder, Mann, das ist alles so finster. Und das passt überhaupt nicht zu so einem angeblich fröhlichen Mädchen. So fröhlich war die auch wohl nicht. Ihre Freundin hat mir erzählt, dass sie auch eine ganz andere Seite hatte. Und keine der Vermisstenanzeigen passt zu dem toten Mädchen im Wald. Aber dafür habe ich was ganz Interessantes hier von den Technikern bekommen. Sie haben den Mail-Account der Tochter geknackt. Sie hatte regelmäßig Kontakt zu einem gewissen dunklen Ritter. Das hört sich ja richtig mystisch an. Das Forum hatte auch noch einen sogenannten Deeper Level. Das ist ein abgeschlossener Bereich für ausgewählte Mitglieder. Mhm. Braucht ein zweites, längeres Passwort, um hineinzukommen. Ja, und hast du das Passwort? Ja, sehe ich aus wie ein Techniker? Ja. Die Kollegen sind dran. Aber dafür haben sie den Mailverkehr zwischen ihr und dem dunklen Ritter.
Die haben sich die ganze Zeit nur gegenseitig bestätigt, wie schlecht die Welt ist. Und sie wollte sich gemeinsam mit diesem dunklen Ritter das Leben nehmen. Steht da vielleicht auch drin, wo die beiden das machen wollten? Nein, das wird wahrscheinlich nicht in diesen Foren besprochen. Die verabreden sich wahrscheinlich per Handy. Ja, ist das Handy des Mädchens gecheckt? Ja, ich nicht, aber die Kollegen von der Technik, die sind da noch dran. Aber sie bezweifeln, dass sie da irgendwas retten können. Das dauert alles, ja. Ja, die Zeit haben wir auch gar nicht. Wenn das Mädchen wirklich noch leben sollte, dann müssen wir es so schnell wie möglich finden. Ich guck mal, ob die Freundin der Vermissten noch in dem Jugendclub ist.